Ja. Ach, Leo. Wir haben doch gerade eben erst Tschüss gesagt. Ja. Ja, das war ein schöner Abend. Danke. Und du? Du bist immer noch so ein lustiger Kerl wie früher. Leopold, sowas darfst du nicht sagen. Ich bin inzwischen verheiratet. Du weißt ganz genau, was ich damit meine, du alter Charmeur. Leo, hör auf mit deinen Schmeicheleien. Ich bin jetzt mehr als 20 Jahre älter. Ja? 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 Das hat mein Mann auch immer zu mir gesagt. Das letzte Mal vor 10 Jahren. Naja, ich achte natürlich auf meine Figur. So, Leopold, nun ist aber Schluss. Auch wenn alle Ehefrauen von so einem Kerl wie dir träumen, ich werde meinen Mann wegen dir nicht sitzen lassen. Wieso nicht? Stell mir doch nicht so schwierige Fragen. Meine Tochter macht in einem halben Jahr ihr Abitur. Oh, ein Augenblick. Helene! Oh, mein Mann. Ich muss Schluss machen. Hallo? Immer spät. Ja. Wir haben ein bisschen länger gefeiert. Du trinkst Cognac? Ja. Und? Wie war's? Ich soll dir jetzt mitten in der Nacht erzählen, wie meine Betriebsfeier war? Wenn du schon so mit der Tür ballerst, dass ich aufs Bett falle, jetzt bin ich wach. Und ich bin todmüde. Ich muss morgen früh raus. Und ich hab nicht mit der Tür geballert. Wie uns früher. Da waren diese Feiern immer die Reize anmache. Jeder mit jedem. Und dann auch über Kreuz. Aha. Ja, ich natürlich nicht. Und? Ist dein Chef immer noch hinter der Rothaarigen hier? Wir haben 9 Geschäftsführer. Oh, das hat mir ja gar nichts von gesagt. Du hast ja auch nicht gefragt. Wieso soll ich dich nach was fragen, wo ich nichts von weiß? Ich habe nicht gewusst, dass dich sowas interessiert. Und ihr habt bis jetzt eben gefeiert? Ja. Wir waren hinterher noch was trinken. In dieser neuen Bar. Neben dem Rathaus. Teurer Schuppen. Und? Hast einen kennengelernt? Herbert. Also ja. Herbert, bitte. Du warst auch eingeladen. Du hättest ja mitkommen können. Und, was macht er beruflich? Ach, nun hör auf damit. Was hängt da denn rum, Helene? Rechtsverdreher, Werbefuzzis, feine Pinkel in Schlips und Kragen. Auf jeden Fall keine Arbeitslosen. Mit Hartz IV kannst du dir ein Bier für 5 € nicht leisten. Also gut, ich habe einen alten Schulfreund von früher wieder getroffen. Wir haben uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Er ist jetzt Gynäkologe und hat vor einem Jahr seine Praxis hier aufgemacht. Gynäkologe? Wie praktisch. Und, hat er dich gleich zu einer Vorsorgeuntersuchung eingeladen? Er hat mich zum Champagner eingeladen. Und er hat mir gesagt, dass sich mein Gesicht seit damals fast gar nicht verändert hat. Was hat er zu deinem Arsch gesagt? Und weißt du, Herbert, über dich haben wir eigentlich gar nicht geredet. Bist du noch ein Cognac? Wenn das eine Entschuldigung sein soll, ich gehe jetzt ins Bett. Weißt du, er war mal meine große Liebe. Er ist jetzt seit 2 Jahren geschieden. Und er hat mich gefragt, ob ich verheiratet bin. Ich habe gesagt, ja, das bin ich. Im Augenblick noch.
gefragt, ob ich verheiratet bin. Oder Drecksack. Also das gibt das doch wohl nicht. Der hat sich doch nicht mehr alle spinnt, oder was? Was sagt Maya dazu? Ja, Maya ist das egal, oder? Das können wir vorstellen. Maya ist das egal. In die Maschinen investieren, das ist alles kein Problem. Aber wenn es um die Sicherheit von den Leuten geht, wenn eine halbe Belegschaft arbeitslos wird, dann ist dann Maya das egal. Ja. Dividenden und Ausschüttung, das ist wichtig. Oh, ich könnte mich immer noch, mal aufregen. Du. Oh, was sagst du? Nee, erzähl. Erzähl, ich hab Zeit. Sowas habe ich immer Zeit. Das interessiert mich wirklich. Ich ruf dich hinterher nochmal an, dann bin ich doch gleich. So, hier sind die Brötchen. Und die Zeitung, die habe ich auch gleich mitgebracht. Und der Kaffee, der läuft. Wo bleibt denn Angelika? Angelika, aufstehen! Du kommst zu spät zur Schule. Oh, Marmelade, Butter. Willst du ein Wurstbrötchen? Nee. Naja, die Leberwurst ist so und so nicht mehr gut. Sag mal, hast du telefoniert? Was? Ob du telefoniert hast? Nee. Mann, bist du endlich mal mit dem Fernseher fertig. Im Schlafzimmer Fernsehen gucken, das möchte ich auch gern mal wieder. Tja, denn... Was hast du heute vor? Du musst dich mal wieder beim Arbeitsamt melden. Die Stellenangebote, die wechseln jeden Tag. Herbert! Was ist? Nix. Tja, ich gehe denn. Angelika, aufstehen! Ja! Pass auf deinen Rücken auf, wenn du da unten rumkriechst. Beileidsschreiben an Frau Wolf. Jetzt mal hören. Ja? Liebe Frau Wolf, mit Betroffenheit haben wir erfahren, dass Ihr lieber kleiner Hund für immer von Ihnen gegangen ist. Nun sind Sie ganz allein. Das tut uns sehr leid. Gern können Sie bei uns vorbeikommen. Eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen stehen immer als Trost für Sie bereit. In innerer Anteilnahme Ihre Helene und Herbert Husmann mit Tochter Angelika. Na, was sagst du dazu? Wieso schreibst du dir? Das ist eine alte Hexe. Und ihr Köder, das war ein kläffender Bettvorleger. Ich will, dass die ein schlechtes Gewissen kriegt. Wieso das denn? Wieso? Weil sie eine alte Schludertasche ist und weil sie alles besser weiß, darum. Und weil ihr Hund jeden Morgen direkt vor unserem Haus auf dem Fußweg gekackt hat. Okay. Meinst du, die hat das weggemacht? Nicht einmal. Und wenn man was gesagt hat, dann ist sie pampig geworden. Schlecht geht und wo sie Trost braucht. Sie wird ein schlechtes Gewissen kriegen, weil sie die ganzen Jahre so bösartig war. Und dann wird sie vor unserer Tür stehen und heulen. Und dann? Und dann? Und dann hab ich leider keine Zeit. Also, sowas können sich auch bloß Weiber ausdenken. Sag mal, hast du wirklich nicht telefoniert? Nee. Muss ja ins Büro. Ja, ich gehe denn. Und den Brief, den steck ich bei der Wolf noch in den Kasten. Ja, mal fragen Sie, muss man hier. Kann ich Kuddel eben noch mal haben? Ja, was machst du denn hier? Genau dasselbe könnte ich dich auch fragen. Ach, das glaube ich ja wohl nicht. Meine eigene Frau schleicht sich hier klauheimlich rein und spioniert. Das ist ja wohl das Letzte. Also bitte nicht in diesen Ton, ja? Ach,
Was für ein Ton wäre der gnädigen Frau Denrecht? Soll ich vielleicht noch einen roten Teppich ausrollen für deine Spionage? Spionage, also bitte. Was ist denn das sonst? Hier klammheimlich rein, schleichen und mich belauschen. Ja, sowas nenne ich Spionage, jawohl. Und wenn ich nun Herzinfarkt gekriegt hätte, das könnte nicht leicht passieren. Nicht, wenn man plötzlich von hinten so verjagt wird. Nicht, ratzfatz geht das. Und weg ist er, der gute alte Herbert. Du übertreibst man nicht schon wieder. Übertreiben. Du bringst mich unter die Erde und kurz vorm Abgang, da soll ich dann auch noch voll besinnlich. Herbert, lenk jetzt bitte nicht ab. Du weißt ganz genau, wo das rumgeht. Ja, ich weiß, wo das rumgeht. Tja. Ich weiß ganz genau, wo das rumgeht. Herbert Husmann ist arbeitslos. Herbert Husmann lümmelt arbeitslos zu Hause auf seinem Sofa rum und geht seiner Frau auf den Wecker. Seiner berufstätigen Ehefrau. Jawohl, seiner berufstätigen Ehefrau. Die hier außerdem auch noch den Haushalt ganz alleine erledigt. Er geht seiner berufstätigen Ehefrau auf den Wecker, die sich einen Gynäkologen angelacht hat. Und die nur wegen ihrer Rumschnüffelei zu spät ins Büro kommen. Ich hätte das nicht nötig, hier rumzuschnüffeln, wenn du einmal aufrichtig mit mir reden würdest. Aber du redest ja lieber mit anderen Leuten. Du telefonierst stundenlang mit dem alten Kollegen, den du damit von seiner Arbeit abhältst. Und alles, was das Arbeitsamt Herrn Husmann anbietet, das ist Herrn Husmann ja nicht fein genug. Ich bin immerhin Hausmeister hier im Haus, ne? Ja, für die nächsten 2 Wochen, ja. Da bist du Urlaubsvertretung als Hausmeister hier. Und eigentlich, da darfst du diesen Job gar nicht machen, wegen deinem Rücken. Husmann. Oh, hallo. Nee, ich bin noch nicht im Büro, ich bin noch zu Hause. Ja. Bis später, denn. Tschüss. Wer war das? Der Gynäkologe? Du hast dem Kerl deine Handynummer gegeben. Er hat mir seine ja auch gegeben. Und? Was will er? Keine Ahnung. Er ruft später nochmal an. Das kann angehen und er lädt mich zum Mittagessen ein. Und? Gehst du hin? Kann angehen. Alles klar. Mahlzeit! Herbert, jetzt sei doch nicht albern. Herbert! Husmann! Och, Herr Hansen, das ist ja schön, dass ich Sie mal zu fassen kriege. Mein Mann hat doch gerade eben bei Ihnen angerufen, nicht? Nee, er kann jetzt nicht. Er ist gerade nicht momentan. Hören Sie mal, Herr Hansen, so kann das nicht weitergehen. Naja, mit Ihnen redet er ja wenigstens noch am Telefon. Mann, Sie sind der Einzige. Mir erzählt er ja nichts. Er ist jetzt 54. Und als Dachdecker mit einem Bandscheibenschaden, da hat er keine Chance. Wissen Sie keinen Rat? Umschulen, meinen Sie? Aha. Zum Bademeister. Ja, da muss er wenigstens nichts tragen. Aber leider kann mein Mann nicht schwimmen. Trotzdem, vielen Dank für den Tipp. Ach, Herr Hansen, wollen Sie nicht heute Nachmittag zum Kaffeetrinken zu uns kommen? Herbert, der würde sich bestimmt freuen. Und dann könnten wir beide uns doch auch mal persönlich kennenlernen. Ja? Ja, heute Nachmittag um 5. Das ist nett von ihm. Ja. Vielen Dank, Herr Hansen. Bis später denn. Tschüss. Meine Ehe steht auf dem Spiel. Gefrühstückt hat er auch schon wieder nicht. Aber ich schmier hier nichts. So weit kommt das gerade noch. Ah, tschüss. Mama! Mittelstreif.
auch nicht. Ich fühle mich super. Wer hat angerufen? Niemand. Nur ein Papa. Aber ich habe doch eben was gehört. Ich habe telefoniert. Aha. Mit wem? Nicht mit dem Arbeitsamt. Mann, auch frech, du. Du kriegst gleich was an der Backen. Papa, in 2 Monaten werde ich 18. In 6 Monaten mache ich Abi. Willst du mir auf den letzten Drücker noch mit Prügel drohen? Ja, aber ganz bestimmt, meine kleine Süße. Besser spät als überhaupt nicht. Papa. Na? Mama hat einen Lover. Du hältst dich wohl für ganz schlau hier, was? Hast du das gewusst? Wieso bist du eigentlich nicht in der Schule? Lehrermangel durch Einsparmaßnahmen. Ich habe heute frei. Kopf hoch, Papa. Oh, Gott nochmal, hat man in dieser Klapsmühle ja nicht mal für 5 Minuten seine Ruhe. Oh, Wolf! Ihre Frau hat mir diesen Brief geschrieben. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Die Geschichte mit ihrem Hund, ne? Ja, ja, kleiner Nero. Er war ja schon ein bisschen was älter, ne? 16. Oh. Er konnte das Wasser nicht mehr halten. Wo ist denn Ihre Frau? Ja, die ist leider nicht da. Ach ja, zur Arbeit. Ja. Ich wollte mich mal bloß bedanken. So ein netter Brief. Ja, Sie können das ja später nochmal versuchen, ne? Mein armer kleiner Nero. Er ist in meinen Armen gestorben. Hat ja auch was Gutes, nicht, Frau Wolf? Ja, nun müssen Sie doch nichts mehr wegmachen. Diese kleinen Hinterlassenschaften, nicht? Was hinten rauskommt und dann auf dem Bürgersteig landet, nicht? Haben Sie doch nur weniger Arbeit, ist doch auch was, ne? Sie machen die nächsten 2 Wochen die Vertretung für Herrn Petersen, nicht? Ja. Und danach wieder Hartz IV. Ich werde schon was finden. Bei der Müllabfuhr wollen Sie nicht arbeiten, oder? Nee, Frau Wolf. Die suchen nämlich Leute. Ach, guck mal. Habe ich gestern in der Zeitung gelesen, so. Aber Sie mit Ihrem kaputten Rücken, das wäre ja auch nicht so passend. Oder? Nee. Tja, wie ich schon gesagt habe, Frau Wolf, nee, meine Frau ist nicht da. Nee? Hallo? Ja, bitte? Die soll ich hier abgeben. Helene Husmann, sind Sie das? Nee. Wollen Sie dem Mann kein Trinkgeld geben? Nee, gehen Sie her, hier. Schönen Dank auch. Ja, tschüss dann. Auf Wiedersehen. Das ist aber ein schöner Blumenstrauß. Geld verjuchsen ist das, sonst nichts. Uns Frauen gefällt das aber. Wer schickt denn Ihrer Frau solche Blumen? Ja, die sind von ihrem Büro. Ja, sie hatte nämlich Geburtstag gehabt. Rote Rose? Ja, genau. Wie nett. Wann kommt sie denn nach Haus? Ja, um 4. Tja, Frau Wolf, Wiedersehen dann, ne? Wiedersehen, Frau Wolf. Ich komme dann später wieder rein. Ja, Frau Wolf. Auf Wiedersehen, Herr Husmann. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Wolf. Wiedersehen. Liebe Helene, diese Rosen sollen eine Überraschung sein. Genau wie die Begegnung mit dir gestern Abend. Für mich eine Überraschung war. Ein Zeichen, ein Wink des Schicksals. Mein Herz liegt dir zu Füßen. Ich bete dich an. Dein Leopold Tupfer. Leopold Tupfer, was ist das überhaupt für ein Name? Ich bete dich an. Der hätte Pastor werden sollen und nicht Gynäkologe, dieser Sülzheini, dieser Kackenkorb, dieser Unterleibsvorsorge-Fuzzi. Wow, Papa, das ist ja mein Blumenstrauß. Ja. Da wird Mama sich aber freuen. Oh, hier, lies erst mal, du. Scheiße, Leopold Tupfer, den kenn ich. Was? Das ist mein Frauenarzt. Nee, ne? Thank you.
Jugendliebe von meiner Frau ist der Frauenarzt von meiner Tochter. Ist sie am Ende auch bei ihm? Nee, Mama hat eine Frauenärztin. Sie macht das nicht, wenn ihr einen Kerl da unten rumprökelt. Oh Gott. Und wieso gehst du zu diesem Heini? Meine Freundinnen gehen. Was sagst du? All meine Freundinnen gehen zu ihm. Aha, und warum? Er ist einfühlsam. Einfühlsam? Er ist charmant, elegant. Nicht dahin, du pack wieder weg da! Er riecht gut, hat eine angenehme Stimme und er hat schöne Hände. Schöne Hände. Man kann sich bei ihm relaxen. Schöne Hände, bestimmt so Spinnenfinger. Weil an den Weibern mit rumkrabbelt. Weißt du was? Hm? Ich bring den Kerl um! Und das Gemüse da, das schmeiß ich auf den Kompost! Papa, wenn Mama das mitkriegt, dass du ihre Rosen weggeschmissen hast, dann treibst du sie erst recht in seine Arme. Du musst cool bleiben. Der ist doch bloß eine Jugendliebe, das geht wieder vorbei. Aber heute schickt die Jugendliebe ihr schon rote Rosen. Kann ja sein, und bei ihm hat der Blitz eingeschlagen. Mann, das heißt doch noch lange nicht, dass der bei Mama auch eingeschlagen hat. Sie ist einfach frustriert und amüsiert sich ein bisschen. Das ist alles. Amüsiere ich mich vielleicht? Ich bin auch frustriert. Das ist was anderes, Papa. Du bist arbeitslos. Mama ist frustriert wegen dir. Was willst du damit sagen, wegen mir? Ich versuche mal, dir das zu erklären. Also, einerseits identifiziert sich Mama mit deiner Situation. Und andererseits versucht sie, ihren Leidensdruck zu kompensieren. Das ist ganz normal. Das hört sich an wie so ein Psychologe, du. Ja, was soll ich deiner Meinung nach machen? Such dir wieder eine Arbeit. Egal was, du musst was machen. Aber ich krieg keine Arbeit, verdammt nochmal. Ich bin 54, ich krieg nichts mehr. Ich bin nicht vermittelbar. Aber du versuchst das ja nicht mal. Du verkriechst dich hier in der Wohnung, bist murrig und knurrig und bejammerst dich selbst. Wenn du so weitermachst, dann bist du Mama wirklich bald los. Na wunderbar. Aua. Was soll ich denn machen? Soll ich mein Foto an die Häuser backen? Das ist Herbert Husmann. Herbert Husmann ist 54 und würde zu gerne noch ein wenig am Erwerbsleben teilnehmen. Soll ich mir hier zum Affen machen, oder was? Nee. Als wir geheiratet haben, hat das geheißen, in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. Nun haben wir schlechte Zeiten. Aber tot bin ich noch nicht, du, pass auf. So, jetzt wollen wir mal sehen, was ist das hier, gelbe Seiten. Hier, Ärzte. Frauenheilkunde, Geburtshilfe. Doch, bitte. Was ist denn, Papa? Ruhig da hinten. W-Q-R-R-S-T. Tupfer. Papa! Tupferversorgung, richtig. 6 Jahre. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne diesen Doktor da mal gesprochen. Papa! Ich will keinen Termin. Ich will selber mit ihm sprechen. Mal los. Hier ist Husmann mit Doppel-U. Sagen Sie ihm das mal. Bist ein Dalli. Herr Tupfer. Herr Dr. Tupfer, Sie haben meiner Frau heute rote Rosen geschickt und nun wollte ich Sie gerne mal fragen, ob Sie vielleicht ein paar ins Maul haben wollen. Nee, in dieser Angelegenheit habe ich auch noch ein Wort mitzureden. Nee, ich bin nämlich zufällig noch die Ehefrau von diesem Mann. Die Ehefrau von dieser. Und Sie sind in meinen Augen nichts anderes als ein schwieriger kleiner Krabbelheini, ja? Also nehmen Sie gefälligst Ihre Spinnenfinger von meiner Frau oder ich breche Ihnen jeden Knochen einzeln kaputt. Haben Sie das verstanden? Dankeschön. Die mache ich platt, den Kerl! Der kriegt was vor's Maul, dass er nicht mehr was hier einruft! Oh yeah! So, jetzt fühle ich mich wieder gut. Das ist nicht zu helfen, Papa. Sag mal, was für Blumen gibt das eigentlich bei einer Beerdigung? Nelken, Fräschen, Lilien, glaube ich, wieso? Lilien ist gut. Die stinken die Pest. Blumen und Kränze. Na bitte, haben wir ja schon. Blumen und Kränze, über dem wir jetzt herrscht.
Ja, guten Tag, hier ist die Praxis Dr. Tupfer. Ich wollte gerade einen Kranz bestellen für eine Beerdigung. Ja, ja, normale Größe. Und bitte nur Lilien, ja? Ja, ja, auch zwei Schleifen. Und auf die eine Schleife Duft des Todes. Und auf die andere Ruhe sanft, ja. Duft des Todes und Ruhe sanft. Ich hoffe, das ist nicht erblich. Ja, ja, wenn der Kranz fertig ist, können Sie ihn gleich an die Praxis schicken. Alexanderstraße 25. Ja. Ja, die Rechnung geht auch an die Praxis. Ja, den Kranz zahlt Herr Dr. Tupfer. Dankeschön. Wiederhören. Angelika! Oh, Frau Wolf, haben Sie was vergessen? Nee, Herr Husmann, ich wollte Sie bloß was fragen. Ja, dann kommen Sie rein, was ist los? Also, kennen Sie sich vielleicht mit Immobilien aus? Mit Immobilien? Nee, wieso? Ich habe geerbt. Nö. Doch, ein Haus in Lüneburg von meiner Tante. Nee. Und das will ich nun verkaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Wolf. Ja, aber das ist nicht so einfach, wegen der Mafia. Mafia? Ja, die Immobilienmafia, die ziehen einen über den Tisch, wenn man nicht aufpasst. Ratzfatz, was so ein Makler von einem verlangt, wenn der für sie ein Haus verkauft, das ist eine Unverschämtheit, das bezahle ich nicht. Und der Staat guckt zu. Das wird noch ganz böse enden, Herr Husmann. Ganz böse. Überall Mafia. Ja, dann verkaufen Sie das Haus doch einfach selber, Frau Wolf. Und wenn man dabei einen Fehler macht, die sperren dann ein. Rumsdi-bumsdi. Heute steht man doch immer mit einem Fuß im Gefängnis. Hey, man kann auch mal guten Tag sagen, ja? Tag. Was hat sie denn? Junge Leute. Husmann. Nee, Helene ist nicht da. Deine Tochter ist im Büro auf Arbeit und ich habe keine Zeit. Jetzt weiß ich selber, dass ich arbeitslos bin, aber ich habe trotzdem keine Zeit. Ja, das weiß ich, dass Helene dir Geld geliehen hat. Du, von mir hättest du auch nichts gekriegt. Du, pass mal auf, wenn du schon wieder Geld haben willst. Von mir gibt das nichts und von Helene gibt das nichts. Ende der Durchsage. Buckelige Verwandtschaft. Ne? Hallo. Ja, bitte. Oh, entschuldigen Sie, die Tür war offen. Sind Sie Herr Husmann? Ja. Guten Tag, ich bin Harry. Harry Schmidt. Ich wohne seit ein paar Wochen oben im vierten Stock. Ach, Sie sind das. Und Herr Petersen? Guten Tag. Herr Petersen ist doch im Urlaub, oder? Ja. Und da springen Sie doch für ihn als Hauswart ein, oder? Ja. Also, dann habe ich da ein Problem. Mein Licht in der Küche geht nämlich nicht mehr. Ja und? Ja, was und? Denn das ist doch Ihre Sache. Sie müssen das denn doch machen, oder? Ich nehme mal an, da ist die Glühbirne kaputt. Oh. So, und nur wird das so gemacht. Da wird eine neue gekauft, da wird die alte rausgedreht und die neue, die wird reingedreht. So geht das. Ja. Das mache ich aber nicht, das machen Sie für das Licht in Ihrer Küche. Bin ich nämlich nicht zuständig. Ach. Alles klar. Ja. Also. Ja, oh, das sind aber schöne Rosen. Ja. Wiedersehen. Vielen Dank. Was war das denn für einer? Der ist über ihn eingezogen, in die vierte Etage. Ja, ja. Und ich weiß auch, was der macht. Ne? Der macht so Schaufenster. Der dekoriert Schaufenster. Und wenn Sie mich fragen, der ist vom anderen Ufer. Der kann mit der flachen Hand plätten. Dass der nicht direkt über mir wohnt, so hellhörig wie das Haus ist. Sie wissen schon, was ich meine. Moment, Moment, Moment. Husmann. Ich hab dir doch gesagt, Helene ist nicht da, Geld gibt es nicht und ich habe keine Zeit. Ende der Durchsage.
Ja, ich gehe dann wieder, Herr Husmann. Sie haben ja keine Zeit. Ja. Und die will ich Ihnen nicht stehlen. Aber eine Frage habe ich noch. Ja? Ihre Frau, wie hat die das denn mit der Erbschaft geregelt? Erbschaft? Ja, ich habe gehört, sie hat mal ein Haus geerbt. Da haben Sie was Verkehrtes gehört, Frau Wolf. Meine Frau, die hätte mal ein Haus erben können. Wenn Ihr Vater, also mein Schwiegervater, wenn der die Firma nicht in die Grütze gefahren hätte. Wenn er sein Geld nicht in Aktien angelegt hätte, dieser Knallkopf. Der muss in die Klapsmühle, habe ich zu meiner Frau gesagt, aber das wollte sie natürlich nicht. Ne? Dann war das zu spät, nicht? Hat er Aktien auf dem neuen Markt gekauft, sind die in den Keller gegangen, hat er noch mehr investiert, sind die noch mehr in den Keller gegangen. Dann hat er das ganze Haus verjuchheit, ne? Hat er eine Bibliothek aufgenommen, die Firma als Farm, ne? Das war nicht schlecht, die Firma, das war so Blumen und Pflanzen und sowas. Super Firma. Tja, und dann, rums, waren 2 Millionen im Arsch. Oh. Ja, 2 Millionen. Euro. Und was ist nun mit Ihrem Schwiegervater? Tja, Friedhof, ne? Oh Gott, hat ihn der Schlacht getroffen? Nee, er arbeitet auf dem Friedhof, Gräberpflege und so. Hilft er da so ein bisschen, ne? Ist er da nicht zu alt für? Ja, aber natürlich. Aber seine Rente, die langt ja nicht fürs Altenheim, ne? Seine Lebensversicherung, die hat er nämlich auch verjuckst. Mit ostdeutschen Immobilienfonds. Das ist ja ein Schicksal. Ostdeutsche Immobilien. Wissen Sie, wie man ihn eine Zeit lang genannt hat? Ludwig, der König der Plattenbauten. Ostdeutsche Immobilienfonds. Ja, ja, so Geheimtipp. Ja. Geheimtipp. Ja, ja. Und nun rackert er sich auf dem Friedhof ab. Ja, aber wenn ihn da der Schlag trifft, hat er das wenigstens nicht so weit. Sie mal, ich habe hier ein Bild von dem Haus. Oi, hallo. Das ist kein Plattenbau, das ist ein anderer Schnack. Fachwerkhaus. Ist ein Gartenbau? Ja. Nicht schlecht. Und wie viel wollen Sie dafür haben? Oh, 250.000 soll das schon bringen. Frau Wolf, verlangen Sie doch erstmal 350.000. Den können Sie immer noch auf 300 runtergehen. Raffiniert! Dann musst du nichts verschenken, ne? Und wenn Sie das selber verkaufen, dann sparen Sie auch noch den Makler. Ja, aber dann muss ich den Leuten das ja auch selber zeigen. Und dann kommt da vielleicht so ein Lustmolch. Und mit dem bin ich dann allein in einem Fachwerkhaus in Lüneburg. Und dann... Und dann? Oh, das weiß ich doch nicht. Ich war noch nie allein mit einem Lustmolch. Waren Sie überhaupt schon mal allein mit einem Mann? Also in Lüneburg nicht. Und sonst? Ach, Herr Husmann, was soll das? Warum wollen Sie das wissen? Ach ja, Frau Wolf. Also das Haus, das sieht aus, als wäre das so richtig gut zustande. Sie hat alles auf Schick bringen lassen, meine Tante. Tja, dann brauchen Sie ja eigentlich bloß noch so eine Annonce in die Zeitung setzen, nicht? Schönes, nicht renovierungsbedürftiges Haus mit altem Rosenbestand. Rosen sind da keine. Ne? Na, ist doch egal. Wenn so ein Käufer erstmal da ist, dann kommt das auf so ein paar Blumen auch nicht mehr drauf an. Und wenn einer fragt, dann sagen Sie einfach, oh, die Rosen. Die hat der Kartoffelkäfer gefressen. Oh, Herr Husmann, bei Ihnen hört sich das alles so einfach an. Sagen Sie mal, Frau Wolf, was kriegt so ein Makler eigentlich, wenn er sowas vermittelt? Zumindest 5%. Und von dem Käufer verlangen die Halsabschneider noch mal so viel. Wissen Sie was? Ich mach das für Sie, für die Hälfte. Und dann bewahre ich Sie auch vor dem Lustmolch in Lüneburg und vor der Mafia. Herr Husmann, ich hole Ihnen schnell mal die Unterlagen. Ja, und das lassen Sie mal hier. Oh, was, bitte. Was ist denn das überhaupt? Oh, 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 Rechtsanwalt. Ah, das Testament, na bitte, stimmt doch alles. Ich dachte, wollen wir doch mal die Annonce aufsetzen. Das kann ja nicht so schwer sein. So, schönes, nicht renovierungsbedürftiges Haus. Papa! Moment! Papa! Moment, habe ich gesagt.
Jaha! Wie machen die Ananas eigentlich? Reichen wir über die Zeitung rüber. Was? Immobilien! Eltern müssen sich nicht wundern, wenn die Kinder Drogen nehmen und klauen. Und wenn du glaubst, dass ich mal deine Rente bezahle, dann kannst du mir mal Mondschein. Hey, was ist denn Blumenmalu? Das ist so. Haben die heute alle einen kleinen Fech oder was? Ja, ja. Komm ja schon. Hier, ach, Papiere, Grundbucheintragungen und so weiter und so weiter. Sagen Sie mal, Frau Wolf, das Haus, das steht doch in Lüneburg, ne? Ja. Ja, das ist Lüneburger Heide. Das ist eine richtig attraktive Lage. Das macht die Sache teuer. Richtig teuer sogar. In der Lüneburger Heide steht ein Haus am Wegesrand. So, Luca, dann los. Wie viel Quadratmeter hat das Haus? 189. Also 200. Das Grundstück? 809 und also 1000. Zentralheizung? Ja. Öl, Gas? Ja. Ja, was denn du? Ja, Öl. Wie alt? Ja. Wie alt? Das Haus? Ja. Nee, die Heizung. Oh Mann. Ja, 2 Jahre. So. Sanitärbereich? Ja. Bad und Klo, wie alt? Geht. Na ja, den kann man zur Not ja rausreißen. So. Jetzt können wir eigentlich die Heimhose aufgeben. Oh, Herr Husmann, das ist ja alles so aufregend. Frau Wolf. Was ist? Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Wir können das Haus privat verkaufen oder... Oder? Oder ich mache ein Büro auf. Ein Immobilienbüro. Ganz offiziell und ganz professionell. Und wenn ich Ihr Haus verkauft habe, dann mache ich einfach so weiter. Es gibt doch bestimmt eine ganze Menge Leute, die einen seriösen, ehrlichen Makler suchen. Ne? Ja, gewiss doch. Und Zeit haben Sie ja mehr als genug, jetzt, wo Sie arbeitslos sind. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Namen. Einen Firmennamen, so einer, der zieht. Werbung ist alles heutzutage. Husmann und Co., Ihr Immobilienbüro. Moment, das ist gar nicht mal so schlecht. Das reimt sich sogar. Husmann und Co., Ihr Immobilienbüro. Und Co., wer ist Co.? Ich. Sie? Ja, ich kann den Schreibkram machen. Jetzt, wo mein kleiner Nero tot ist. Natürlich bloß, wenn Sie nichts dagegen haben. Also, ich weiß nicht so recht. Ach, Herr Husmann, ich kann tippen, ich kann telefonieren. Kaffee kochen? Ja. Und ich halte den unerwünschten Besuch vom Leib. Auch meine Frau? Ehefrau, Kinder und Schwiegervater haben in deinem Büro nichts verloren. Und was ist mit dem Finanzamt? Vor Ihnen steht eine professionelle Beamtenabwehr. Ich zeige einfach meinen Behindertenausweis. Sie sind behindert? Ja, 75% Sehbehinderung. Ach, da sind die vom Amt ganz vorsichtig, sonst kann man sie anzeigen wegen Diskriminierung. Also gut, Sie haben den Posten als Sekretärin. Oh. Na gut, dann sagen wir... Chefsekretärin. Sagen wir persönliche Assistentin. Das klingt noch besser. Meinetwegen auch das. Und über Ihr Gehalt reden wir später, nicht? Ja. Jetzt gehen wir erstmal die Annonce auf. So, was ist denn da mit der Zeitung? Ich brauche mal die Anzeigenannahme. Was ist denn das? So, das für mich. Was sind das hier? Ach da, Anzeigen, genau. Schönes Haus in der Lüneburger Heide mit Garten. Genau. Ja, das steht hier. Das ist ja wie bei uns. Ausschneiden, das müssen wir sammeln. Wir wissen Bescheid über die Konkurrenz. Nicht? Können wir besser verhandeln. Besetzt. Vielleicht sollten wir uns diese Objekte auch mal angucken, dass wir vergleichen können. Ne? Sie sind ja ein Fuchs. Immer noch besetzt. Was Ihre Frau wohl dazu sagt? Tja, das möchte ich auch gern wissen, das können Sie mir glauben. Sie wird sich sicher freuen, dass Sie so aktiv sind. So ein Mann wie Sie, da muss man doch dankbar sein, wenn man so einen hat. Oh. Ich sehe das ja genauso wie Sie, Frau Wolf, aber meine Frau? Ich verstehe. Wissen Sie überhaupt, warum ich noch nicht verheiratet bin? Nee. Weil man sich nie sicher sein kann. Man kann ja auf einen Heiratsschwindler reinfallen. Und dann wacht man eines Morgens auf und er ist weg. Und das Geld ist auch weg.
Oder noch schlimmer, Mann wacht auf und ist tot. Hat es alles schon gegeben und Frauen, so wie ich, alleinstehend, attraktiv, mit Vermögen, das sind denn die Opfer. Ich versuch's nochmal bei der Zeitung, ne? Oh, Moment. Vorsicht. Ups. Oh, Ludwig, ist Helene du doch? Ludwig, ich hab dir doch gesagt, die kommen jetzt um vier. Was ist denn überhaupt los? Wo brennt das? Hier sind Blumen. Oh, Ludwig, was soll das denn? Ja, die waren übrig. Vom letzten Gedächtnis. Ludwig, ich hab dir doch gesagt, ich hab keine Zeit. Ja, ist Angelika da? Wenn du von meiner Tochter Geld haben willst, das kannst du auch vergessen. Ich will kein Geld, ist Angelika da? Sie ist in der Schule oder was weiß ich? Ja, dann kann ich in ihrem Zimmer warten. Ich störe nicht. Ich brauch dich nicht. Ich setz mich hin und warte auf Helene. Na guck, du hast doch was zum Lesen. Das hast du alles. Ich weiß, das Buch brauchen wir jetzt hier alles. Das ist, ja, Frau Wolf und ich, wir sind gerade dabei und gründen eine Firma. Ja, wir machen eine Firma auf, Frau Wolf und ich, und dann brauchen wir das hier alles, ne? Wolf, guten Tag. Guten Tag. Für was soll das? Für Ihren Hund. Och, Engel, mein Hund ist doch Toni! Oh, nee, du. David Copperfield verarmelt. Kannst du dich aufpassen? Bei mir war das all noch ganz. Und überhaupt, was machst du hier mit der Wolf? So ganz alleine. Hab ich doch gesagt, wir gründen eine Firma. Ach, so nennt man das heutzutage. Hast du ihr die Rosen gekauft? Zum Einstand? Bin ja mal gespannt, was Helene dazu sagt. Du pass mal auf, Ludwig. Frau Wolf, ne? Das ist eine hochanständige Frau. Und so einer wie du. So ein schlussohriger Schmierenkomödiant, so ein Zocker, so ein Aufschneider, kein Pfennig auf der Markt, nichts als Schulden und dann hier groß das Maul aufmachen. Der hat überhaupt nichts an mir rumzuquaken, ne? Bleib mal auf dem Teppich. Ich hab da bloß gefragt, was Frau Wolf hier macht. Frau Wolf ist meine Sekretärin. Persönliche Assistentin. Ja, meinetwegen auch das. Und ich bin der Chef von der Firma. Ja, was ist das mit dem Fernseher? Nee, lässt du da alles so, du fasst das nicht an. Ludwig, leg das wieder hin. Ich kenne dich doch, leg da auf, Ludwig, du lass dann, du langst das auch. Ja, ja, schon. Und wenn Sie Kaffee machen sollten, Frau Assistentin, eine Tasse würde ich wohl nehmen. Ey, der Freund. Ich bin das. Was bitte? Also, das ist so. Ich habe jetzt die Glühbirne gekauft und als ich sie reingedreht habe, da, hups, Blitz! Und jetzt ist alles im Eimer. Tot! Der Herd, der Kühlschrank, einfach alles. Nichts rührt sich mehr. Ja, dann ist da die Sicherung durchgeknallt. Ja, genau. Und ich muss doch jetzt anfangen in der Küche. Ich krieg heute Abend Besuch, aber das geht nicht, weil der Herd das dösige Ding nicht angeht. Können Sie die Sicherung nicht wieder reindrücken? Der Sicherungskasten ist doch im Keller. Und ach, du liebes Göttchen, da ist das so düster. Nein! Das ist der Ding, ist Herr Schmidt. Harry Schmidt. Ja, bei dem ist eine Sicherung durchgeknallt. Da man nichts nachbleibt. Ne? Herr Husmann, Sie gehen jetzt mit Herrn Schmidt in den Keller und ich gebe die Annonce auf. Telefonieren ist meine Sache. Na gut, dann hier. Dann kommen Sie mal mit, Herr Schmidt. Ich danke Ihnen. Ach, immer noch besetzt. Herbert! Herbert? Ich bete dich an. Hör, ja, du mich auch, du.
machen Sie denn da? Nichts, wieso? Was ist das für Geld? Das ist auch meins. Wieso? Sie arbeiten auf dem Friedhof, kriegen eine kleine Rente. Wo haben Sie das viel Geld her? Ja, das geht Sie gar nichts an. Ne? Und wenn ich das Ihrem Schwiegersohn erzähle, dass Sie auf dem Sack Geld sitzen, aber Ihre Schulden nicht bezahlen? Nun muss ich nicht, Frau Wolf. Anders könnten Sie morgen in der Zeitung eine Annonce lesen. Alleinliegende Dame sucht dringend Bettwärmer. Mit Ihrer Telefonnummer dabei. Herr Engel, sowas würden Sie doch nicht mit mir machen. Das würde ich machen. Ach, Herr Engel, Sie sind wirklich gräsig. Oh, aus Ihrem Mund ist das schon, reinbrechen. Kompliment, Frau Wolf. Na, habe ich damit recht, Sie wollen mit meinem Schwiegersohn eine Firma aufmachen? Husmann und Co., Ihr Immobilienbüro. Immobilien, und Co., ich meine, das sind Sie, oder? Ich habe ein Haus geerbt und Herr Husmann verkauft das. Und was sagt meine Tochter dazu? Das tut mir leid. Aber ich brauche meinen Herd. Ich brauche meinen Kühlschrank. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich krieg heute Abend Besuch. Schau, dann gehen Sie eben mal in ein Restaurant mit Ihrem Besuch, nicht? Das geht nicht. Das ist die Einweihungsfeier von meiner Wohnung und mein Gefrierfach ist voll. Und überhaupt, ich will nicht essen gehen. Ist der Strom im ganzen Haus weg? Nee. Ich habe auch was im Kühlschrank. Das ist bloß bei Herrn Schmidt. Da sind noch die alten Leitungen. Was ist das denn hier? Ja, da können Sie schon mal drauf einstellen. Da fliegt schon mal was raus ab und zu. Ja, kann man die Sicherung nicht wieder reindrücken? Nee, das geht nicht. Das ist ein altes Modell, das muss ich bestellen. Das dauert ein paar Tage. Oder Sie bestellen Elektriker. Ja, das dauert ja noch länger, bis der kommt. Und ich brauche doch meinen Kühlschrank. Meine Langusten tauen auf. Der Champagner wird warm. Gott, und der ganze Fisch, das ist eine Katastrophe. Nein. Denken Sie mal an die armen Leute in Afrika. Die haben noch nicht mal einen Kühlschrank. Und wenn sie einen haben, ist da nichts drin. Wir sind aber nicht in Afrika. Und heute Abend habe ich meine Einweihungsfeier. Und mein Herd geht nicht. Und mein Kühlschrank taut ab. Und ich kann meinen Gästen noch nicht einfach ein Glas Wasser und trockenes Brot vorsetzen. Ich glaube, es ist auch nichts anderes. Wir sind aber nicht im Krieg. Wir sind in einer zivilisierten Gesellschaft. Und da verlange ich, dass ein Kühlschrank Strom hat. Sie sind der Hauswart. Das ist Ihr Job. Ich kann nicht hexen. So eine Sicherung ist frühestens übermorgen da. So ist das also. Überall und immer dasselbe. Immer ist keiner da und ist keiner verantwortlich. Auf der Post, bei der Telekom, hier. Aber da mache ich nicht mehr länger mit. Schluss, aus, vorbei. Wenn Sie glauben, Sie können mich hier so einfach abspeisen, da haben Sie sich geschnitten. Ich bleibe. Ich werde mich hier so lange nicht wegrühren, bis Sie dafür sorgen, dass mein Kühlschrank wieder funktioniert. Herr Schmidt, und wenn das nichts wird, machen Sie dann Harikiri und bummeln sich dann auf? Ja, genau das. Gute Idee. Ich bring mich um. Und Sie, Herr Husmann, sind schuld daran. Herr Schmidt, runter mit den Füßen von meinem Sofa. Nee. Sie nehmen sofort die Füße runter, oder? Herr Husmann, nicht. Herr Schmidt, wann kommt denn Ihr Besuch? Um 7 kommen die Ersten. Gut. Und wie wäre es, wenn Sie in einer anderen Küche kochen würden? Bitte? Unser wunderbaren Einfall, Frau Oberassistentin. Ja, das meine ich auch. Und Herr Husmann hat da bestimmt nichts gegen, wenn Herr Schmidt in seiner Küche ein bisschen was brutzelt. Was? In meiner Küche? Ja, bloß bis 5. Dann ist Herr Schmidt wieder aus der Küche raus und alles ist im Butter. Frau Wolf, kann denn Herr Schmidt nicht in Ihrer Küche was brutzeln? Herr Husmann, ich bin doch alleinstehend. Ich kann doch nicht einen wildfremden Mann in meine Küche lassen. Hier sind wir zu dritt und haben Auge auf die Sache. Herr Schmidt, die Küche gehört Ihnen. Haben Sie aber Glück gehabt, Herr Husmann. Andernfalls würde jetzt eine Leiche Ihr Sofa zieren. Wiedersehen. Bin in 5 Minuten wieder da. Ich bin ja mal gespannt, was Helene dazu sagt. Wieso? Das ist doch auch die Küche von Herrn Husmann. Oder etwa nicht? Ja, schon recht. Mahlzeit. So, jetzt geben wir aber endlich die Annonce auf. Soll ich Ihre Handynummer angeben? Frau Wolf, ich hab gar keine Handynummer. Ich hab noch nicht mal ein Handy. Wissen Sie was, Frau Wolf, wenn wir so ein Geschäft aufmachen wollen, ne?
dann müssen wir auch was investieren. Und genau das machen wir jetzt. Simon. Jawohl. Wir gehen nur einkaufen. Nicht, was man so braucht. Laptop, Handy, Geschäftsausstattung. Jetzt so auf der Stelle? Ja, klar. Und was machen wir mit Herrn Schmidt? Der kommt doch nun gleich zum Brutzeln. Auf den soll mein Schwiegervater aufpassen, okay? Ja, ist der Kaffee fertig? Nein. Ludwig, pass mal auf. Hm? Frau Wolf und ich, wir haben jetzt in der Stadt was zu erledigen. Geschäftlich. Nee? Und Sie sind ja so und so hier. Da können Sie doch diesen Herrn Schmidt ein bisschen helfen. In der Küche, dass er alles findet. Ja, und dass er nichts klaut und dass das Haus nicht abbrennt, nicht? Nee? Hast du mich verstanden? Ja, ich hab's ja nicht an den Ohren, nicht? Nee? Was mache ich, wenn ich ihn erwische beim Klauen? Darf ich ihn denn verhauen? Oh, pass bloß auf. Hui, hi, da bin ich schon wieder. Kommst du mal, Frau Wolf, dann wollen wir loslegen. Wollte er mir nicht seine Küche zeigen? Ja, das mache ich schon. Bitte nach Ihnen. Sie sind echt nett, wissen Sie das? So ein richtig netter Opi. Opi? Das werden wir ja sehen nun. Wenn hinterher auch nur ein Löffel fehlt, mein Jukto. Nee, nee. Der hat sich dann ausgeopiert. Du machst mich ganz wuschig, dauernd im Weg, neben mir, hinter mir. Wie soll man denn so in seiner kulinarischen Konzentration bleiben? Jetzt hätte ich wegen dir fast das Mousse au Chocolat vermasselt. Aber... Mixer! Ich klaue hier keine silbernen Löffel. Und über das Gewürzregal habe ich mich auch nicht hergemacht. Ist doch gut, ist doch gut. Hier, probier mal. Vielleicht bringt dich das auf andere Gedanken. Du! Ja, hier, bei Husmann, ihr Engel, oh Gott, der Vater. Nee, Helene ist nicht da. Gut, ich kann was ausrichten, ich bin ja noch nicht verkalkt, ne? Also, Sie haben heute doch keine Zeit, Herr Hansen, ja? Sie kommen anders mal und rufen noch mal an. Schön, sag ich. Gut, tschüss. Ich fange jetzt mit dem Sellerie-Soufflé an. Silenzium, please. Ja! Psst, psst. Oh. Opa! Meine Lieblingsenkelin! Ich bin ja so froh, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Opa, da ist was Grässliches passiert. Oh. Mama! Ja, Mama hat einen Verehrer, weiß ich. Man wird etwas. Ja, das ist dieser Frauenarzt Dr. Tupfer. Der war ihre Jugendliebe. Die Sache ist gefährlich. Ich habe die beiden gerade in der Eisdiele gesehen. Der hat Erdbeeren in sie reingestopft. Glaubst du, dieser Typ wird jetzt mein Stiefvater? So schnell schießen die Preußen nicht. Deine Mutter ist immer noch meine Tochter. Wir werden sie schon auf dem rechten Weg zurückbringen. Wenn das einer schafft, dann bist du das, Opa. Wo ist denn Papa? Der ist mit Frau Wolf in der Stadt. Einkaufen. Was? Wieso mit der Wolf? Spinnt der? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ja, aber ich will hoffen, er ist wieder zurück, bevor Helene kommt. Das ist ja echt heavy. Du sagst es. Opa. Ich habe nämlich auch meine Probleme, weißt du. Schlimm. Au, hau, 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 hau. Das hätte aber nicht nötig getan. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die wissen auch nichts. Vorhin wollte ich Papa das sagen. Aber der hat nicht zugehört. Und nu... Ja, und nu hast du über nachgedacht
Und nun ist die Courage weg, ne? Kann ich gut verstehen. Grober, kannst du nicht vielleicht? Ich meine, du bist doch schließlich der Älteste in der Familie. Ach, du meinst, ich bin der Stammesälteste und mein Wort gilt. Da sei mal nicht so sicher. Ach bitte, Opa, wenn du mit Mama redest. Ach so, du glaubst, du wirst zwar an den Marterpfahl gebunden, aber du wirst nicht gegrillt. Ne? Ja. Ja. Nee, aber auch, soweit ich mich erinnere, war das doch hier gestern noch eine ganz normale Familie. Naja, die Arbeitslosigkeit, die saß ihr im Nacken. Aber heute stecken wir mitten in einem Rosenkrieg. Dein Vater macht eine Firma auf mit einer Frau, die deine Mutter partout nicht ausstehen kann. Dein Mudding fängt was mit dem Frauenarzt an und ich soll Urgroßvater werden und eure Küche, die wird hier zum Schlachten. Hat denn kein Pürierstar? Na, weiß ich nicht, guck nach. Das ist Harry Schmidt von oben, ne? Bei dem ist die Sicherung durchgebrannt, weißt du? Also gut, ich spreche mit deinen Eltern, aber ich garantiere für nichts. Du bist der beste Opa auf der Welt. Einen anderen hast du ja auch nicht. Oh. Geld macht zwar nicht glücklich, aber Geld macht reich. Opa. Ist für dich. Geh bummeln, kauf dir was Schönes. Ich versuche hier mein Bestes. Opa, du bist einfach super. Ja, ja, pass auf dich auf, du. Voilà. Das Entree. Oh. Amüsgel. Oh. Das schmeckt lecker. Was ist das? Matonella di Verdure. Ah, wirklich? Italienische Gemüsepastetchen. Ach so. Merci, Cherie. Mhm. Und was gibt es? Kann noch alles? Och, Langusten mit rosa Mayonnaise, Krevettenkranz in Rotweinaspik, geeiste Lachsmus, Grapefruitfilet mit Krabbenfleisch auf der Sesamhippe, Loup de mer Provençal. Und so weiter und so weiter. Das wird ja eine Orgie! Und wer kommt da alles? Ach, so ein paar Typen. Roland, Frankie, der Malle Markus, Mike und natürlich Thorsten. Nicht Handschuhfach-Thorsten, der schöne Thorsten. Ach so. Und Arnold Schwarzenegger. Was? Arnold Schwarzenegger? Na, Arnold. Wir nennen ihn so, weil er trainiert wie ein Verrückter. Aber er hat wirklich einen tollen Body. Was hat er? Einen tollen Body. Body. Ja. Wo habt ihr eure Frauen gelassen? Bitte? Ihr macht einen Herrenabend, ne? Herrenabend? Du bist wirklich zu süß. Hier, probier mal. Zitronenmelissenpesto. Gut, du. Also, du bist nicht verheiratet. Sehe ich so aus? Ich hab mir schon sowas gedacht. Bitte? Ich meine, wer so kochen kann. So. Ja. Also, für mich hat ja meine Frau gekocht. Nicht so feine Sachen, nee. Aber ihr Kartoffelsalat, du. Du. Ja, nun kann sie mir keinen Kartoffelsalat mehr machen. Hey, weißt du was? Du kommst nachher einfach mit nach oben. Ich garantiere dir, wir werden eine Menge Spaß haben. Ich weiß nicht, so viele junge Leute. Du kannst dir das ja noch überlegen. Ne? So, die ersten Sachen bringe ich schon mal nach oben. Kannst mir mal die Tür aufmachen? Ja, gern. Harry. Danke, Ludwig. Darum nicht viel. Bitte. Ist ganz, ganz gleich. Ja, such dir. So, dann will ich doch mal sehen, was es da sonst noch alles gibt. Lamadadiam, taladadita. Ja, du kommst mal, Frau Wolf. Was ist das hier? Wir haben ihm das erlaubt, dass er die Küche benutzt, aber vom Wohnzimmer hat kein Mensch was gesagt. Ludwig! Was gibt's denn?
weg! Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen! Was ist das hier? Langusten mit rosa Mayonnaise. Ja, das ist noch so was in Schokolade. Ach, hier. Das ist so ein Brei. So ein Fischbrei. Was ganz Besonderes. Und das sind Grapefruit mit Krabben. Pass mal auf, Ludwig. In 2 Minuten ist der Tisch wieder so, wie er war, ne? Das ist hier ein Büro! Und nicht Kerners Kochshow. Probiert sie mal, Herbert. Lecker. Nicht schlecht. Ja, du mach mal den Tisch frei, wir müssen arbeiten. Das ist ganz was Besonderes. Hab ich doch gesagt, ne? Herbert. Ach, Helene, gut, dass du kommst. Probier mal, sowas hast du noch nicht gegessen. Was ist das hier? Das Mousse mit Fisch hat Herr Schmidt gemacht. Bei Herrn Schmidt ist nämlich die Sicherung durchgeknallt. Und die Assistentin von Herbert hat Herrn Schmidt erlaubt, seine Küche zu benutzen. Was? Weil Herr Schmidt heute Abend Besuch kriegt. Ja, und einer von seinen Gästen, der heißt Arnold Schwarzenegger, weil er so ein Body hat. Nee, hat Herbert erzählt. Harry, ne? Todes. Ruhe sanft. Sag mal, hast du dir das aus den Fingern gesogen? Das ist von der Warnung. Ich bringe ihn um und das weiß er jetzt. Ja, alles klar. Und du bist John Wayne und hilfst der Gerechtigkeit zum Sieg. Sag mal, bist du verrückt geworden? Und du bist immer noch mit mir verheiratet. Aber nicht mehr lange, wenn du so weitermachst. Was willst du damit sagen? Nee, warte. Helene, guck doch mal. Das ist was für dich. Für mich? Ja, und die Karte ist auch dabei. Och, Herbert. Die sind von dir. Du schenkst mir rote Rosen. Rote Rosen mögen kosen. In Liebe, Herbert. Das hat sich dein seliler Vater ausgedacht. Dass dieser völlig bescheuerte Versuch, unsere Ehe zu retten. Diese Rosen da, die sind von deinem neuen Lover, Ludwig. Ludwig, wo ist die Originalkarte? Vater, warum tust du sowas? Lieber Gott, was seid ihr alle vertrackt? Und du bist ein Old Dussel, Herbert, ja? Wenn meine Tochter dich sitzen lässt, dann sing ich Halleluja. Ja. So, also wenn ihr mich braucht, dann der Brennkörtel geht sich nieder, der Opa ist im Kinderzimmer. So. Was ist hier eigentlich los? Wieso trägst du einen Anzug? Und Sie, Frau Wolf, was machen Sie überhaupt hier? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Nee, Sie bleiben, Frau Wolf. Wir können ja morgen weitermachen, Herr Husten. Erzählen Sie meiner Frau ruhig, wieso ich einen Anzug anhabe. Ja, Ihr Mann und ich... Wir sind gerade dabei und gründen eine Firma, Husmann und Co. Ihr Immobilienbüro. Immobilien? Du willst Immobilien verkaufen? Nicht verkaufen, vermitteln. Vermarkeln. Kaufen, vermitteln, vermarkeln. Hast du einen Sprung in der Schüssel, oder was? Frau Wolf hat ein Haus geerbt und ich verkaufe das für sie. Und da sind wir auf die Idee gekommen... Für Husmann und Co. Ihr Immobilienbüro. Du und Frau Wolf. Ja. Mir fehlen die Worte. Ja, ich bin auch ganz durch den Wind. Wir haben auch gleich alles eingekauft. Laptop. Drucker. Handy. Handy natürlich und... Und ein Anzug. Und ein Anzug. Was sagen Sie zu diesem Anzug? 100% Schurwolle mit Weste und 2 Hosen. Und das Hemd aus bügelfreier Baumwolle, war nicht praktisch. Und gehen Sie mal ein bisschen näher ran an Ihren Mann. Du hast hier ein Parfum gekauft? Ohne Toilette. Ich habe ihm dazu geraten. Ich muss repräsentieren, wenn ich Immobilien verkaufen will. Du hast dir ein Parfum gekauft? Du hast doch immer gesagt, du kannst das nicht ausstehen. Du hast gesagt, Männer, die sich parfümieren, das sind Stinker. Aber er stinkt doch nicht. Er riecht wunderbar. Und du warst mit Frau Wolf einkaufen.
Mein Mann war mit Ihnen einkaufen, Frau Wolf. Haben Sie den ganzen Kram hier bezahlt? Nee, das ist ja das Büro von Ihrem Mann. Herbert! Nee, ich rieche mich jetzt nicht auf. Da habe ich überhaupt keine Zeit zu. Herbert, wir kriegen Besuch. Dein Freund Kuddel hat angerufen. Er kommt heute Nachmittag um 5. Ich muss jetzt Kaffee kochen. Und könntest du deiner Assistentin bitte sagen, dass sie hier für Klaus Schiff sorgen soll? Und über das da. Und über Rosen. Und über Lilien. Da reden wir später. Helene! Warten Sie! Ihre Frau muss sich da erst dran gewöhnen. An was? Dass aus Ihrem arbeitslosen Morgenmuffel ein Unternehmer geworden ist, der gut riecht und eine persönliche Assistentin hat. Ihre Frau steht unter Schock, glauben Sie mir. Wenn Sie das meinen? Frauen haben eben Intuition. Und was die Feinheiten von der Psychologie angeht, da können Sie von mir was lernen. Und psychologisches Fingerspitzengefühl, das brauchen Sie im Immobiliengeschäft. Oh, hallihallo, hallöneli. Herr Hansen. Herr Hansen, wie schön. Ich freue mich so, dass Sie da sind. Ein bisschen früh. Wir haben ja gesagt um 5, aber das macht nichts. Ich bin gleich fertig. Der Kaffee, der läuft. Der Kuchen, der ist auch schon da. Und der Tisch, der ist in 2 Minuten gedeckt. Ach, wie schön, dass Sie uns mal besuchen kommen. Ich habe so oft zu meinem Mann gesagt, wie schön das wäre, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen könnten. Ein Bulle Prosecco haben Sie auch mitgebracht, wie nett. Das hätte aber wirklich gar nicht nötig getan. Einen aparten Anzug haben Sie an. Wie läuft es denn so in der Firma? Bitte? Ja, ich meine, gibt es irgendwelche Probleme bei der Arbeit? Nee. Ich habe so oft zu meinem Mann gesagt, wie dankbar er sein kann, dass er so einen netten Kollegen wie Sie hat. Und dass er Sie doch mal zu uns nach Hause einladen sollte. Aber jetzt sind Sie ja da. Da können Sie sich dann ja mal ein bisschen mit ihm unterhalten, nicht? Bitte. Über die Lage am Arbeitsmarkt und all das. Herbert, dein Kollege ist da. Nun sag doch mal was. Ist was? Helene, das ist nicht Kuddel. Was? Harry. Oh, Harry, wir müssen dir was feichen. Du, wir haben die ganze Schale mit Fischbrei haben wir weggeputzt. Du. Ja, Herbert und seine Assistentin, ja, die haben ganz schön zugelangt. Ich will hoffen, du hast noch genug für deine Party. Ach, Helene, ein Kuddel Hansen hat angerufen. Ja. Er kann heute nicht kommen und das ist aber ein grüner Anzug. Ja. Das Motto für den heutigen Abend ist grün. Mach sie bleiben. Ja, war nicht grün, ne? Ach, gnädige Frau, ich bin Harry Schmidt, Ihr neuer Nachbar. Ich danke Ihnen, dass Sie so nett waren, mir Ihre Küche zu überlassen. Aber jetzt muss ich leider gehen und die ganzen Sachen nach oben bringen. Meine Gäste, mein Burgunderkaninchen, Perlenfischerin in Art. Oh, ach ja, Frau Husmann. Ja. Der Prosecco, der ist für Sie. Ludwig, Schatz, mach mir mal die Tür auf. Und Ludwig, die Einladung steht, wenn du Lust hast. Ach, Arnold und Roland freuen sich bestimmt. Arrivederci, Bombolino. Ciao. Das war Harry. Für den bin ich kein seniler Opa. Und Arnold und Roland, die freuen sich. Und ich glaube sogar, ich gehe da später noch auf den Sprung rauf. Und du? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung.
Willst du den Kerl womöglich heiraten? Herbert, ich habe ihn gestern, nach 20 Jahren, zum ersten Mal wiedergesehen. Ich will da jetzt wirklich nicht überreden. Soll ich gehen, Herr Husmann? Nee, nee, Sie bleiben, Frau Wolf. Frau Wolf ist im Augenblick die Einzige, auf die ich mich noch verlassen kann. Du bist einfach lächerlich. Und du kannst dann wirklich alles vermiesen. Ach, jetzt bin ich also schuld. Während ich arbeiten gehe, geht das hier zu wie in der Klapsmühle. Aber ich bin schuld. Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass das was wird mit dieser Immobiliennummer. Das haben schon ganz andere Leute probiert. Im Lotto kann man bloß gewinnen, wenn man auch mitmacht. Ach, Herbert, das ist doch Unsinn. Du jachst das einfach los und kaufst dir einen Computer und den ganzen anderen Tüdelkram. Außerdem noch einen neuen Anzug. Du stinkst wie eine ganze Parfümerie. Und das alles auf Risiko. Wo hast du überhaupt das viele Geld her? Das muss doch bestimmt ein Vermögen gekostet haben. Das ist nicht wahr, oder? Mein Konto? Du hast mein Konto geplündert? Mir gibt die Bank kein Geld, ich bin arbeitslos. Ich gebe dir eine Vollmacht über mein Konto und du? Also ich glaube das ja wohl nicht. Also wenn mein Haus verkauft wird, kriegt der Mann alles wieder zurück. Wenn. Und was ist, wenn nicht? Gucken Sie doch mal in die Zeitung. Der Immobilienmarkt, der ist im Augenblick total im Keller. Und ganz nebenbei, da hat er auch noch, ohne mich zu fragen, meine Küche vermietet. Nee, nicht vermietet. Wir haben ja kein Geld dafür genommen. Das ist meine Küche und wenn da einer entbrutzelt, dann bin ich das und sonst keiner. Mein Gott, das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Keine Angst, wir schaffen das. Ja, hallo. Bezahlen Sie uns die Miete, Frau Wolf, wenn mein Mann uns ruiniert hat, Tag, mein Bär. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dein Gynäkologe, der bezahlt doch bestimmt eine schicke kleine Wohnung. Hallo Angelika, machst du ein Stück Kuchen? Nee, danke. Nun machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben eine schöne Annonce aufgegeben. Was? Ihr habt schon eine Annonce aufgegeben? Ja, steht morgen in der Zeitung. Unsere erste Annonce. Lesen Sie doch mal vor. Meine Frau macht doch sowieso immer alles schlecht. Och, das tut sie nicht. Ja, nun lesen Sie schon. Oder soll ich? Nee, geben Sie her. Willst du das wirklich hören? In Gottes Namen denn. Schlimmer kann das ja wohl nicht mehr kommen. Also das ist eine Anzeige für das Haus von Frau Wolf, ne? Ja. Das steht in Lüneburg. Nun mach schon hin. Es ist beste Lage, ne? Mein Gott, Herbert. Das ist alles tipptopp. Lesen, Herbert, lesen. Also, Achtung, Käufer, aufgepasst. Bei uns steht zum Verkauf ein bildhübsches, originales Fachwerk-Bauernhaus. Idyllisch gelegen in einem blühenden Rosengarten. Das Gebäude befindet sich in einem tadellosen Zustand. Auf 200 Quadratmetern Wohnfläche können Ihre lieben Kleinen unbesorgt toben. Auch die Lage des Anwesens ist hervorragend. Das reizende Lüneburg erwartet Sie mit diversen Attraktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangeboten. Nur 350.000 Euro. Ein Angebot, das man nicht alle Tage erhält. Ein Schnäppchen. Willst du wohnen und weißt nicht wo? Komm zur Firma Husmann und Co. Und dann kommt meine Handynummer. Willst du wohnen und weißt nicht wo? Hat alles Ihr Mann geschrieben. In ein paar Minuten, 1, 2, 3, fertig war die Schreiberei. Ich habe immer gedacht, bei Annoncen muss man abkürzen, um Zeit zu sparen. Das ist ja gerade der Fehler. Diese Annonce ist ausführlich und darum fällt sie auch auf. Und was hat mich diese Auffälligkeit gekostet? Geld, aha. Geld für eine Annonce und Geld für eine Geschäftsausstattung. Das macht ein auffälliges Minus auf meinem Konto. Und das macht mir großen Eindruck. Wenn man ein Geschäft aufmachen will, dann darf man nicht kleckern, dann muss man klotzen. Klotzen, aha. Und wie lange läuft diese Annonce, wenn ich fragen darf?
7 Tage? Eine Woche. Aha. Und wenn du das Haus in dieser einen Woche nicht verkaufst, gibst du dann nächste Woche nochmal Geld für eine Annonce aus? Oder Sie, Frau Wolf, geben Sie jede Woche Geld für eine Annonce, für Ihr Haus aus? Das ist ja in der Provision, die Ihr Mann kriegt, schon mit drin. Angelika, könntest du deinem Vater bitte sagen, dass das Unsinn ist, was er davor hat? Angelika, könntest du deiner Mutter bitte sagen, dass sie in diesem Haus jedes Recht verloren hat, mich zu kritisieren? Angelika, könntest du deinen Vater bitte fragen, wie er denkt, das alles zu finanzieren? Angelika, könntest du deine Mutter bitte fragen... Hallo? Husmann? Ja! Ja, Husmann und Co. Ja, wir haben die Annonce aufgegeben. Ja, das Haus ist wirklich ein Schnäppchen. Ja, in Lüneburg steht das Haus. Ja. Die Straße. Moment, ich frag mal eben meine Sekretärin. Persönliche Assistentin. Ahornweg 17. Hört sich? Ahornweg 17. Ja. Ja, wir haben das Objekt auch erst ganz neu reinbekommen. Ja. Ja, unsere Firma ist auch ganz neu. Ja, so neu nur auch wiederum nicht. Also, es gibt uns schon. Seit ein paar Stunden. Seit einiger Zeit. Wie bitte? Besichtigung, ja. Morgen um 9. Im Moment, ich werde eben noch mal nachfragen. Frau Wolf, können Sie mal in den Terminkalender schauen? Morgen um 9 Lüneburg Besichtigungstermin. Um 9 geht's. Können Sie? Um 9 geht's. Ja. Wie war Ihr Name bitte noch? Möckelmann. Ja. Ja, Herr Möckelmann, dann sehen wir uns morgen früh um 9 in Lüneburg. Ne? Ja. Ja. Wiedersehen, Herr Möckelmann. Das glaube ich auch wohl nicht. Das klappt. Ich hab's gewusst, das klappt. Ja, und wer war das? Wenn du diese Annonce erst heute Morgen aufgegeben hast, dann kommt die doch nicht für morgen in die Zeitung. Das war ein Mitarbeiter von der Zeitung. Der arbeitet in der Anzeigenabteilung und der will nach Lüneburg ziehen, ganz einfach. Wir haben einen Interessenten für mein Haus. Oh, Herbert, Sie sind befunden. Oh. Tja, das hätt's nicht gedacht, was? Morgen gibt es Geld. Das glaube ich erst, wenn das hier auf dem Tisch liegt. Du möchtest gern Immobilienmakler. Du bist doch bloß neidisch, weil ich nun mal Erfolg habe. So sieht das aus. Ist nicht so, Wanda? Ich glaube, ich bin hier überflüssig. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für diese Sabbelei. Ich habe noch was vor. Ah, tschüss. Helene? Angelika, du sag doch auch mal was. Also denn, Papa, du wirst Opa. Oh. Ich weiß, dass du wach bist. Und, hattest du einen schönen Abend gestern? Ja, sehr. Aber ich glaube, du hast im Moment ganz andere Sorgen. Hättest ja gestern Abend mit mir sprechen können. Aber da musstest du dich ja unbedingt mit deinem Macker treffen. Und jetzt habe ich keinen Bock, mit dir zu reden. Als wir in deinem Alter waren, da haben wir auch schon gewusst, dass nicht der Klapperstorch die Kinder bringt. Aber wir haben wenigstens aufgepasst, dass nichts passiert. Du auch? Das ist hier jetzt nicht das Thema. Mit Papa oder vor Papa? Also hör mal. War das der Frauenarzt? Das geht hier nicht um mich, das geht um dich. Ich habe schon vor 20 Jahren gewusst, dass es die Pille gibt. Die Pille ist ungesund, die bringt den gesamten Hormonhaushalt durcheinander. Och. Und Frauen, die keine Kinder kriegen, die kriegen öfter Brustkrebs. Das ist ja wohl nicht der Grund dafür, dass du schwanger bist. Dein Studium, das kannst du jetzt vergessen. Wieso? Ich wohne doch hier. Ach so, du
Du denkst, deine Mama bleibt zu Hause und passt auf das Lütte auf, während du studieren gehst. Das ist doch eine gute Idee. Danke. Das war schon immer mein ganz großer Traum. Ein Albtraum. Hast du einen besseren Einfall? Was ist mit dem Herrn, der dir das aufgesagt hat? Was sagt Stefan dazu? Mama, Stefan ist doch Schnee von vorgestern. Aha. Und wer ist der Schnee von gestern? Justin. Und wer ist jetzt der Vater von dem Kind? Björn. Tatsächlich, Björn. Ja, Björn, und der hat kein Geld. Nix da, der hat seinen Spaß gehabt, der bezahlt. Dann macht er Schluss, und was dann? Wir werden diesen Björn zur Kasse bitten. Oder du kannst dir gleich ein anderes Zuhause suchen. Das muss ich so und so, wenn du uns verlässt. Diese Wohnung kann Papa und ich uns dann nämlich nicht mehr leisten. Ich verlass euch doch nicht. Das ist doch dummes Zeug. Was ist das da? Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Zeit zum Nachdenken. Zeit, ein bisschen zu mir selber zu kommen. Zeit mit deinem Onkel Doktor. Holt der dich ab? Ja. Bingo. Angelika, er fährt mich ins Hotel. Da kannst du auch mit dem Taxi hin. Ich weiß, dass ich dir jetzt wehtue. Und es tut mir auch leid. Aber ich bin einfach nur müde und ich möchte gern ein paar Tage alleine sein. Kannst du es nicht verstehen? Ich bin noch nicht 18, ich muss das nicht verstehen. Du kriegst in 7 Monaten Baby. Ich denke, du bist alt genug, das zu verstehen. Genau, ich kriege ein Baby. Und in so einer Situation brauchen Töchter ihre Mütter. Und was tust du? Du haust einfach ab und amüsierst dich. Wo ist Papa überhaupt? Dein Vater hat sein Pferd gesattelt und ist gegen Lüneburg galoppiert. Heute Morgen um 6. Er wollte sich das Objekt der Begierde vorher noch mal genau angucken und sich für das Gespräch mit den Kunden rüsten. Ganz professionell. Ich hoffe, er verkauft das Haus. Und dann kriegen wir eine Menge Kohle. Tja, du bist dann ja leider nicht mehr da. Ist die Wolf mitgefahren? Nee, Frau Wolf, die hat abgesagt. Frau Wolf, die kriegt heute Besuch von ihrem Bruder und hat keine Zeit. Wenn das meine Sekretärin wäre, die hätte ich schon längst an die Luft gesetzt. Persönliche Assistentin. Aber eigentlich waren wir gerade bei ganz was anderem. Was glotzt du denn so? Wieso bist du jetzt schon wieder da? Was ist denn los? Mein Rücken tut weh, da ist es los. Jetzt will ich meine Ruhe haben. Nichts da. Du kommst jetzt sofort wieder zurück. Ich will wissen, was los ist. Willst du wirklich wissen, was los ist? Ja. Na, dann werde ich das erzählen. Aha. Um 9 ist dieser Herr Möckelmann da angekommen. Mhm. Dann hat er sich das Haus 5 Minuten lang angeguckt. Dann hat er gesagt, das ist nicht das, was er sich vorstellt. Und dann ist er wieder abgezwitschert, der Herr Möckelmann. So, du weißt, was los ist. Du kannst auch deinen Kram hier weiterpacken. Dein Handy? Ja. Lass dich nicht stören. Husmann. Ja. Ja, ich bin gleich fertig. Ja, ich komme gleich runter. Frau Wolf. Oh, guten Tag. Na, haben Sie mein Haus verkauft? Nee. Schade. Aber ich habe mir das schon gedacht. Dann verkauft er das nächste Woche. Sowas geht eben nicht so schnell. Das ist denn leider nicht mehr möglich. Wieso? Ja, Herr Husmann, mir ist die Sache wirklich unangenehm. Das müssen Sie mir glauben. Aber mein Bruder ist gerade da und dem habe ich die Sache erzählt von Husmann und Co. und so. Und er
Also mein Bruder... Ihr Bruder findet das alles ganz schön beknackt, nicht? Ja. Ja. Und er will, dass Sie das Haus von einem professionellen Makler verkaufen lassen. Habe ich recht? Ja, so ungefähr. Er hat da einen Freund und der ist Makler. Und da dachte ich... Und darum dachten Sie, dass mein Mann vielleicht doch nicht ganz der rechte Dorfer ist, nicht? Ja. Ja. Und überhaupt... Hat er ja auch gar keinen Vertrag mit Ihnen. Und darum gilt ihm einfach alles nicht mehr, was Sie mit ihm abgemacht haben, nicht wahr? Ja, so in der Art. Und außerdem müssen wir das Haus ja auch erstmal schätzen lassen. Ach so, schätzen lassen? Alles klar, alles klar. Ach, Herbert! Da, 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 da! Und mein kleiner Italiener, die Träume von so wie das Blut der Erde kommt, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liege ich daran. Und wir haben die ganze Nacht haben wir Schlager gesungen. Ne? Hallo, komm, sing noch mal die Capri-Fischer. Nee, oh. Ludi, du musst ins Bett. Ludwig muss ins Bett. Ja, und ich muss jetzt los. Vater, reiß dich zusammen. Capri-Fischer! Capri-Fischer! Na also gut, wenn das Nötigende kein Ende hat. Und bevor du mich haust... Nee, komm, nee, Mensch. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blüht, ziehen die Fischer mit ihrem Boot aufs Meer hinaus. Was ist hier denn los? Bella, 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 Maria. Bella, bella, Marie, häng dich auf, ich schneid dich ab morgen. Das war eine Nacht, was hat er gemacht? Ina! Ist hier einer gestorben? Nee, nee, alles bestens. Herbert hat bloß das Haus von Frau Wolf nicht verkauft. Frau Wolf hat ihren Auftrag zurückgezogen, weil sie einen besseren Makler gefunden hat. Außerdem hat mein Mann Schulden, ist arbeitslos, meine Tochter ist schwanger und mein Vater Hackedun. Aber ansonsten ist alles wunderbar. Frau Wolf, ja? Sie haben das doch sicher eilig, nicht? Ja, ja. Herr Husmann, das tut mir wirklich alles sehr leid, das müssen Sie mir glauben. Und Frau Husmann, ich habe mich noch gar nicht für den netten Brief bedankt, mein armer kleiner Nero. Wir können ja mal eine Tasse Kaffee zusammen trinken für den Fall, dass Sie hier denn noch wohnt. So eine alte Schreckschraube. Habe ich das recht verstanden, die Wolfsche? Hat euch gelackt, Meier. Das kann man so sagen, ja. Nee, aber auch. Ludwig. Ja. Was machst du da? Das kann man alles wieder zurückbringen. Den Drucker, den Laptop, Handy, den Anzug natürlich nicht. Die Annonce muss ich auch bezahlen. Keine Angst, du kriegst dein Geld wieder. Angelika, fass mal an. Hört auf damit. Hört auf damit. Du bringst jetzt gar nichts wieder zurück, Herbert. Du willst doch Immobilien verkaufen, oder? Habe ich da was verkehrt verstanden? Tja, du hast nun einen Computer und einen nagelneuen Anzug. Du arbeitest dich jetzt in die Materie ein. Und dann gehst du hin zum Arbeitsamt und erzählst denen, dass du dich selbstständig machen willst. Was? Ja, die bezahlen dir dann wenigstens ein Jahr lang was für den Übergang.
Du wirst dich doch von dieser Wolfschen da nicht von abbringen lassen. Recht so! Ganz genau! Ja! Worum geht's denn? Und das hier, simsalabim, ist das Startkapital. Mensch, Opa! Oh mein Gott, Vater! Ludwig! Das ist ja Wahnsinn! Du hast denn nur so viel Geld hier? Meine ostdeutschen Immobilienfonds. Oh. Ich bin doch nur wieder losgeworden. Ja, und ich meine Schulden, das alles auffressen. Nehmt das mal. Oh. Und wenn ihr noch einen guten Rat braucht beim Verkaufen oder so, ich hab den Konkurs schon hinter mir. Ludwig, in dich könnte ich mich glatt verknallen. Du wolltest mal nicht übertreiben. Dann kriege ich nur einen Babysitter und ein eigenes Auto. Und vielleicht ist auch noch was für ein Handy über. Was, Papa? Nix da. Dir spendieren wir ein Gitterbett. Und einen Kinderwagen. Und vielleicht langt das auch noch für ein Babyphone. Was, Herbert? Herbert. Auf Weihe, wenn da mal nichts nachbleibt. Angelika, kannst du bitte mal rausgehen? Und sie auch, Herr Schmidt, bitte. Weib. Ach, Ludwig, Arno, bist du doch oben mit Thorsten? Und Vater, du auch. Bitte. Geheimtipp! Am liebsten würde ich dir jetzt eine langen, weil du dich heimlich mit Frau Wolf zusammengetan hast. Wenn du diesen Brief nicht geschrieben hättest, dann wäre dir hier nie aufgekreuzt. Willst du damit sagen, ich hab mal wieder die Schuld an allem? Nee. Husmann? Oh, nee, du kannst nach Hause fahren. Ich komm nicht. Nee, ich komm überhaupt nicht mehr. Ich kann nicht kommen. Ja, das tut mir leid. Tschüss. Mein Herz liegt dir zu Füßen. Ich bete dich an. Was haben Sie zu bieten, Herr Husmann? Du bist die Sonne meines Lebens. Du bist das Licht in der Dunkelheit. Wenn ich ehrlich sein soll, ich kann ohne dich nicht leben. Der Anzug steht dir wirklich allerbest. Aber wenn du dir noch einmal Parfum kaufst, ohne mich zu fragen. Nie wieder in meinem Leben, das schwöre ich. Husmann. Oh nein, das tut mir leid. Das Haus in Lüneburg, das ist bereits leider verkauft. Ach so, Sie wollen gar nicht. Sie haben selber ein Haus in der Gegend und wollen es... Ja, das ist ja schön. Ein Augenblick, da gebe ich Sie gleich an den Chef weiter. Husmann und Co., Ihr Immobilienbüro, was kann ich für Sie tun?